Leute, ich will euch meine Schminksammlung zeigen. Ich bin noch immer nicht so ganz zufrieden. Ich werde auch den Schminktisch heute auslassen, weil das schaut extrem aus wie Sau, weil ich noch nicht zum Aufräumen kommen bin, trotz Urlaub. Ich verstecke mich hier schon. Aber ich zeige euch nun mal jetzt den Kasten, wo die Schminke drinnen ist und ja. Und zeige euch mal, wie ich es geschlichtet habe, weil ganz, ganz viele danach gefragt haben. Und wenn ich dann wirklich komplett zufrieden bin mit den ganzen, werde ich es euch dann genauer zeigen. Aber jetzt zeige ich euch mal nur, wie die Sachen dabei geschlichtet sind, weil viele danach gefragt haben. Ja, hier ist der Kasten, ich kann leider nicht weiter weg, weil da hinter mir genau das Bett ist. Und sorry, weil da der Wäscheständer am Bett steht, aber ich hatte keinen Platz. Also, fangen wir mal an mit der Lade ganz oben. Da sind drinnen Lippenprodukte, die sind alle hier. Das Komische ist nur, ich hoffe, ich zitter nicht so. Das Komische ist nur, dass die ganzen Lippenprodukte immer auf die rüber rutschen, weil ich schon so viel Scheiß habe. Ganz hinten sind Miniaturen, komischerweise, fragst mich nicht warum. Proben und den Fixing Spray von MAC und was ist das andere? Den Pinselreiniger. Dann da hinten ist ein bisschen gemischt mit Make-up und Bronzer, das man aber leider nicht sieht. Ja. Das ist halt, das einzige Blöde ist halt, dass die Laden nicht komplett aufgehen. Also das finde ich ein bisschen doof, aber so finde ich es eh okay. Dann habe ich hier Primer, Puder und ja, Primer, Puder. Mehr ist da nicht drinnen. Ja. Ja. Da habe ich auch schon das neue von NYX drinnen. Hier. Also da sind halt, oder das von Too Faced, das ich noch nie verwendet habe. Oder das Banana Powder von Essence. Also da sind richtig so ganz viele Sachen. Und unten ist noch sogar mehr Puder. Das ist in der ersten Lade drin. In der zweiten Lade habe ich Highlighter und Blushes drinnen. Ich weiß, so viel, das ist echt abnormal. Ich habe auch halt viel von der Arbeit. Besser. Sollte es mir vielleicht abgewöhnen, was mitzunehmen. Aber hier ist wenigstens ein Hinterpain drin. Ja. Das war auch ein Tester. Ja, jetzt läutet mein Handy sehr schön. Ja, also da sind nur Blushes drinnen auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite haben wir nur Highlighter. Ganz, ganz viele Highlighter. Und da habe ich schon oft genug überlegt, ob ich aussortieren soll, aber ich kann mich von keinem leider trennen. Weil das ist, ich meine, den braucht vielleicht kein Mensch, aber ich kann mich von dem nicht trennen. Weil den habe ich extra im Sale gekauft, weil ich den damals unbedingt haben wollte. Oder den da. Den finde ich auch schön. Oder den Cinderella, den würde ich eh niemals hergeben. Ja, es ist wirklich schwer, sich von was zu trennen, sage ich mal. In der letzten Lade, dann sind wir auch leider quasi schon durch, weil den Schminktisch, wie gesagt, kann ich euch nicht zeigen, weil der schaut aus wie so. Habe ich, aua, habe ich Lidschattenpaletten. Gesparky, lass mich das herzeigen. So anhänglich, das Spooky. Wie gesagt, mein Hund nervt mich so. Also nerven, er ist halt sehr anhänglich, wenn ich am Boden sitze. Jetzt kauft er mich an und grunzt. Oh, Spooky. Ja. Ja. Und er will meinen Lippenstift abschlauen. Nein! Du bist so ein Dusel. Also, in der letzten Lade sind die ganzen Lidschatten drinnen. Sorry, Hund. Ein bisschen staubig, komischerweise. Keine Ahnung, wieso da der Staub reinkommt. Würdest du bitte deinen Kopf weggeben, damit ich das... Ja, sein kann, setz dich hin. Ganz viele Paletten, die ich halt noch nie verwendet habe. Ja, also alles mögliche. Lidschattenpaletten. Suchst du irgendwas? Sparky? Also Lidschattenpaletten, einzelne Lidschatten sind drin, da sind auch noch diese Pigmente und so drinnen, da, und halt was, da ist alles durcheinander, wie gesagt, da ist so wenig Platz drin, deswegen muss ich das alles zusammenmischen. Da hinten sind die einzelnen MAC-Lidschatten und da sind die Pigmente, ja, und daneben haben wir dann die anderen Lidschatten, die ich noch habe. Paletten und Kajalstifte sind sogar da drin, die habe ich vor kurzem gesucht. Sehr gut. Ja, also ich habe echt zu viel Zeug, sage ich mal. Viel zu viel Zeug, weil da sind die Kajalstifte, liegen nur so lose drin. Bei dem alten, den ich damals hatte, in dieser Aufbewahrung, da ist das ein bisschen besser, hat das ein bisschen besser reingepasst, sage ich mal. Und ich sollte da mal rauswilfern. Ja, das war's. Das sind die drei Laden. Mehr
gibt's nicht. Ich habe mir immer gedacht, ich habe viel mehr, aber jetzt habe ich den Kopf angehauen, du bist so doof. Ich habe vielleicht noch irgendwelche anderen Wünsche. Das kommt davon, wenn man versucht, ein Video zu drehen, wenn der Hund da ist. Stimmt's, Spooky? Stimmt's? Eine Aufnahme. Ja, kurz aber doch, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr die Schlichtweise findet. Ich war ein bisschen überfordert mit dem ganzen Schlichten, aber ihr könnt es mir gerne mal schreiben, wie ihr es findet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!